Fotograf Mahmoud Abu Said, besser bekannt als Chaukan, durfte im Strafgericht in Kairo am Samstag die erste öffentliche Gerichtsverhandlung nach immerhin fast 1000 Tagen miterleben. Ja, es ging auch tatsächlich um seinen Fall. Nebenbei bemerkt, auch 700 andere Angeklagte wurden an diesem Tag abgearbeitet. Ergebnis: Das Gericht vertagte die Verhandlung bis zum 23. April. Grund: Damit die Verteidigung Akteneinsicht nehmen kann und die Staatsanwaltschaft Beweise findet. Der vorsitzende Richter lehnte einen Antrag auf eine Haftentlassung bis zur Hauptverhandlung ab.